Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss, der das finanzielle Desaster rund um die Beschaffungsvorgänge der Kampfjets aufklären soll, hat aus FPÖ-Sicht zutage gebracht, dass die politische Verantwortung hauptsächlich die SPÖ mit ihrem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabosch trifft. Das ist die Zwischenbilanz, die der freiheitliche Fraktionsobmann im Untersuchungsausschuss Walter Rosenkranz zieht, nachdem nun prominente Persönlichkeiten wie etwa die ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und Wolfgang Schüssel befragt wurden. Ja, nach den bisherigen Verhandlungstagen sieht man, und es wird sich auch fortsetzen mit den nächsten Auskunftspersonen, weil da haben wir ja schriftliche Unterlagen dazu, dass die SPÖ einfach stümperhaft gehandelt hat. Dieser Vertrag war schlecht für die Republik Österreich, bewirkt mehr Kosten als der ursprüngliche Vertrag, und da kann man nicht davon sprechen, dass Norbert Darabosch der beste Verteidigungsminister aller Zeiten war. Die Befragung Gusenbauers brachte Widersprüchlichkeiten zutage. Wahrnehmungen von Darabosch interpretiert er ganz anders. Er konnte sich an nichts erinnern, er hat sich auch nicht einmal erinnert an irgendwelche Treffen, die er mit Darabosch gemeinsam mit Eurofighter hatte. Das ist insoweit bemerkenswert, weil Darabosch sagt das im ersten Eurofighter-Ausschuss ja aus. Er sagt, ich habe mich mit Gusenbauer und dem Herrn Heitzmann von ERDS getroffen. Gusenbauer weiß das gar nicht mehr. Also er war eigentlich eher abblockend und nicht sehr hilfreich. Aber das Einzige hat man gesehen, dass die SPÖ-Regierungsmannschaft zumindest gleich in den ersten Monaten ihrer Regierungstätigkeit ziemlich hilflos war. Doch auch der ÖVP attestiert Rosenkranz keine weiße Weste, auch wenn Wolfgang Schüssel Schmiergeldzahlungen für seine Partei bestritten hat. Wir haben deutlich gesehen, dass sich Schüssel sehr wohl, was Gegengeschäfte betrifft, politisch eingebracht hat, dass die nur in Regionen stattfinden, wo auch die ÖVP politisch etwas davon hat, zum Beispiel in der Steiermark, Spielberg. Dort sollte von Eurofighter ERDS investiert werden, damit dann, es steht sogar drinnen, ERDS hat gesagt, ja, da kommen Wahlen und so weiter. Also er hat das ganz geschickt parteipolitisch gelenkt. Ansonsten war da nichts dahinter. Er hat aufgezeigt, dass der Vertrag aus seiner Sicht ohne jegliche Korruption und objektiv abgelaufen ist. Als Regierungschef der damaligen Eurofighter-Entscheidung kann er nichts anderes sagen. Dass der damalige Finanzminister Wilhelm Molterer im Jahr 2007, als es um eine Reduktion der Flugzeuge ging, keine Unterlagen erhalten haben soll und von Darabosch nur mündlich informiert worden sei, will ihm die FPÖ nicht abnehmen. Wir haben ein Protokoll gefunden, wo zumindest sein Kabinettschef dabei war und der ihn an sich für eine Sitzung am nächsten Tag vorbereitet hat. Schüssel kannte dieses Schriftstück, es kannte Pröll, kannte dieses Schriftstück, nur er auf einmal nicht. Sehr interessant, sehr hinterfragenswert, ein eindeutiger Widerspruch. Andererseits, Molterer hat eines ganz glaubhaft gemacht, dass nämlich Darabosch den gesamten Vergleich und die Verhandlungen entgegen den Haushaltsregeln, das ist ein Bundesgesetz, entgegen diesen Regeln am Finanzministerium total vorbeigeschummelt hat. So weit, so schlecht. Bis zum 12. Juli wird jedenfalls der Eurofighter-Untersuchungsausschuss noch tagen. Es sind 8 Sitzungstage eingeplant.